Dinge, die die Welt nicht braucht. Wandschränke ohne Regale. Wasserkocher mit Fernbedienung. Und noch einen Podcast. Willkommen bei der Bitte nicht noch ein Podcast Podcast. Muss das sein? Es muss. Efer. Ines. Ich habe einen Fakt für dich. Ja, lass hören. Also. Ja, lass hören. Ja. Na komm, lass hören. Ja, ja. Ich bin ja dran mit dem Fakt. Ah, wirklich? Ja, weil du hast die letzten zwei Fakten. Das ist die Mehrzahl von Fakt. Fakt. Fakts. Fakte. Fakte. Fakten. Effekte. Effekte. Jedenfalls bin ich dran. Mhm. Das passt jetzt schon wieder so, hallo? Jetzt habe ich schon eine Minute verplaudert, bevor der Fakt kommt. Letztes Wochenende war ja Spielberg, Formel 1. Richtig. In Spielberg. Richtig. Dazu habe ich einen Fakt. Her damit. Steven Spielberg. Der Nachname ist benannt nach Spielberg. Seine Vorfahren kommen aus Österreich. Gebullshit. Nein, das ist true. Schmeckt so ausgedruckt. Da haben wir einen Zettel. Was hast du ausgedruckt? Wikipedia? Nein, es war nicht aus Wikipedia. Nein, es war nicht aus Wikipedia. Steven Spielbergs Vorfahren kommen aus dem gleichnamigen Städtchen Spielberg in der Steiermark, wohin sie 1830 aus Ungarn eingewandert waren. Aha. Aha. Und wie kommt er dann nach Amerika? Hm? Naja, wahrscheinlich die Nazis. Richtig, die Nazis, ja, ja. Ja, das habe ich, hab ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber wahrscheinlich. Ach, wirklich? Ja. Du, und da habe ich eine Folgefrage. Mhm. Woher kommt dann, bezüglich worauf? Wir haben es heute. Ja. Wer uns heute zum ersten Mal hört, ja, so sind wir immer. So sind wir immer. Nach wem ist dann Mr. Spielberg von You Learn the Play benannt? What? Der Song? Wie sie nicht das Leben spielt, sondern Mr. Spielberg. Ah, Steven Spielberg. Okay. Und alles ist auf Spielberg in der Steiermark zurückzuführen. Passt, keine weiteren Fragen mehr. Der Formel 1 Grand Prix das Wochenende war und der Kreis schließt sich. Die Formel 1 Strecke schließt sich. Wow. Cringy. Wow. Oh, wow. Und da sind wir auch schon beim Thema. Das war die Hammerüberleitung. Ines, das ist, du kriegst den goldenen Preis der Überleitungen in einem Podcast. Jetzt muss ich kurz aufstehen und mich verneigen. Bravo Ines, bravo Ines. Cringy also, das ist auch sehr cringy, was du gerade machst. Sie verneigt sich wirklich. Vor einem Computer. Vor dem Mikrofon. Ja, wir wollen heute über unsere cringy Vergangenheitsmomente reden. Mhm. Du kennst es ja, also hast du das überhaupt auch? Weil wir haben schon mal geredet, dass dir wenig peinlich ist. Aber es gibt doch diese, du hast hundertprozentig so Vergangenheitsmomente, die ab und zu wie aus dem Nichts um die Ecke biegen und sagen, hallo, hier ist eine Erinnerung. Ja, peinlich war das damals, gell? Sehr peinlich. Ach ja, jetzt bist du rot. Ja, vollkommen zu Recht. Das war damals sehr peinlich. Erinnere dich ganz genau an diesen Moment. Ja, hallo, ich bin's. Dein cringy Vergangenheitsmoment. Hm. Ich könnte jetzt das Gleiche machen wie in der einen Folge, wo wir über unsere Monk Angewohnheiten gesprochen haben. Wir hatten beide so Wortfindungsstörungen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir sollten alles machen, nur keinen Podcast. Nein. Wo wir über unsere Monk Angewohnheiten gesprochen haben, mhm, und ich gesagt habe, ich habe keine. Genau. Und auf einmal hast du gesagt, ich bin der Parademonk. Ja. Und auch jetzt könnte ich sagen, ich habe keine Cringe Momente und irgendwann kommt man drauf, ich bin der Parade Cringe. Ja, ich sag nur Philipp Filzer. Auch das hat mit Verneigen zu Fandest tun. Fandest du das cringy? Ja, das ist schon sehr cringy. Okay, bitte, dann Eva, erzähl die Geschichte, weil ich vor allem kann wichtig mich nicht erinnern. Bitte, ich Eva. Muss jetzt deinen cringy Vergangenheitsmoment erzählen. Ja, bitte erzähl. Naja, die Geschichte war folgende. Die Ines und ich waren auf Urlaub und haben in einem Schloss gewohnt. Das ist ein altes Schloss, das mehrere Gästezimmer gehabt hat, unter anderem die Erzherzog Johann Suite. Dazu später. Und wir haben dort nicht geschlafen, sondern im Nachbarzimmer. Und wir waren halt, man kann sagen, es ist in der Südsteiermark gewesen und wir sind extrem steil gegangen. Wir da waren gibt's Wein. Bei Buschenschanken noch und nöcher und sind dann irgendwann extrem illuminiert nach Hause gekommen und sind in dieses Schlossbett gefallen. Ja, dazwischen haben wir beide noch Station gehabt am Porzellankarussell, aber ja, das will ich jetzt hier nicht ausführen. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann ins Bett gelegt und die Ines wollte offensichtlich noch nicht schlafen. Und irgendwann werde ich so munter und sehe, dass die Ines vor ihrem am Boden geöffneten Koffer steht und sich die ganze Zeit so, dass sie so verneigt. Ja, grüß Gott, hallo, grüß Gott, angenehm, Philipp Filzer, grüß Gott, guten Nacht, Ines Halser, Philipp Filzer. Und als hättest du dich bei jemandem vorgestellt.
Oder dann, ich war Philipp Filzer. Oder du warst Philipp Filzer. Ich meine auch, was macht sie da? Man muss dazu sagen, es gibt keinen Philipp Filzer. Es gibt zwei Ö3-Moderatoren. Der eine heißt Philipp Hanser und der andere heißt Thomas Filzer. Ich würde gerade sagen Philipp Filzer. Ja, ich habe schon so etabliert und ich habe einfach Philipp Filzer draus gemacht. Ich glaube nach wie vor bis heute, dass du einfach mit dem Schlossgespenst geredet hast, das ich damals nicht gesehen habe. Du schon. Dass Philipp Filzer heißt. Dass Philipp Filzer geheißen hat. Genau, also das war schon sehr cringy, dass du danach in der Erzherzog Johann Suite verschwunden bist und dort nochmal das Porzellankarussell beehrt hast. Porzellankarussell heißt das Klo, das man richtig bedienen muss, wenn es einem schlecht geht. Richtig schlecht. Genau. Ja, stimmt. Wenn du findest, dass das ein Cringe-Moment war, ich bin sogar ein bisschen stolz drauf. Wow. Wer kann schon von sich behaupten, mit einem Schlossgespenst reden zu können? Das stimmt. Du weißt zwar nicht mehr, dass du es gemacht hast, aber... Hm. Ja, ich find, aber ist es, Entschuldigung, ist es dann... Ich habe einen Frosch im Hals. Ja, ich guck ihn aus. Ist ungesund. Und ekelhaft. Boah. Aber ist es dann, es ist ja dann kein cringy Vergangenheitsmoment, weil der holt dich ja nicht ein im das Alltag. Das stimmt. Weißt du, welcher Moment mich immer wieder einholt? Welcher? Ich habe den eh schon mal im Podcast erzählt. Der, ich habe zum ersten Mal was mit einem ziemlich hotten Girl und sage, ich liebe dich. Beim Rummachen auf der Couch, anstatt mit dir Sex zu haben. Der ist cringy. Ja, das ist cringy. Und der holt mich immer wieder ein. Ja, in welchen Situationen? Hast du so Situationen, in der er dich einholt? Nein, weiß ich nicht. Ich liege auf der Couch und schaue mal Momente an, wo zwei miteinander ihr cooles Date haben und dann rummachen und dann kommt die Watschen von der Seite und denke mir, puh, könnte ich auch haben. Aber nein, ich musste, ich liebe dich sagen. Nichts passiert. Geil. Unangenehm. Gleich sagt er, ich liebe dich. Ach so, nein, doch nein, nicht. Nein, sagt er nicht. Die haben jetzt miteinander vom Spaß. Cool, ja, hätte ich auch haben können. Tja, habe ich nicht. Ja, und du, dein Cringe-Moment? Naja, also mein Ober-Cringe-Moment war doch tatsächlich der, den ich mal als True Story erzählt habe. Oder aus Peinlichkeit. Wurscht, ich habe ihn auf jeden Fall schon einmal erzählt, deswegen fasse ich mich jetzt kurz, wo ich einen... Moderator, den ich damals noch nicht gut kannte und auch heute ehrlicherweise nicht genug gut kenne, um ihn zu umarmen, einfach umarmt habe, anstatt ihm den Briefingzettel zu geben. Er hat so die Hand ausgestreckt, mich zu um den Briefingzettel zu bekommen für unseren Team-Talk und ich bin hingegangen und habe ihn umarmt. Einfach immer noch einer lustigsten Geschichte. Und wir waren beide so perplex. Und es ist, das ist so cringy gewesen, das holt mich regelmäßig ein. Da liege ich oft so auf der Couch. Und dann so, dich beutelt's. Das war unangenehm. Ist es unangenehm. Er hat mich übrigens nie drauf angesprochen. Wow. Ehrenmann, wirklich. Ich hätte mir das lange vorgehalten. Du arbeitest ja wirklich noch fast tagtäglich mit ihm. Geht es dir manchmal immer noch so, wenn du ihm einen Zettel entgegenstrickst? Nein, da lustigerweise gar nicht. Es sind immer so, wenn einem diese Vergangenheits-Cringe-Moments einholen, dann hat man ja meistens gerade so seine Ruhe und ist so entspannt und so. Und plötzlich sagt das Hirn so, was noch? Das war peinlich. Zack, und bist du schon wieder im Kopfkino. Also es sind meistens die entspannten Momente. Ja. Was ist auch noch, das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. Bevor wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, habe ich hart überlegt, was mir eingefallen ist. Und oh mein Gott, oh, so peinlich. Der kommt da regelmäßig wieder. Okay, also ich war so, gerade so dieses Fortgealter, so 16, 17, wo du halt wirklich beim Fortgehen alles austestest. Und da habe ich am Wochenende in irgendeiner Abriss-Skibar mit irgendwem geschmust. Mhm. Ich habe den Vornamen... Classy! und ich habe den Vornamen irgendwie... Ja, sagen wir Michael, ich weiß es classy. Gar nicht mehr. Classy Michael. Und am Montag bin ich in die Schule gegangen und wir sind halt mit dem Bus gefahren in die nächstgrößere Stadt eben. An der Donau, also Wien. Nein, also ich bin in St. Johann in Bongen in die Schule gegangen und da fährt man mit dem Bus so 20, 25 Minuten in der Früh und mit dem Schulbus, der sehr oft stehen bleibt. Egal, und auf jeden Fall musst du dann von der Bushaltestelle sind dann alle diesen 5 bis 10 Minuten Fußweg zur Schule gegangen. Mhm. Und auf diesem Schulweg holt mich eine ein, die sowohl in meinem Ort gewohnt hat, als auch 2 Klassen ober mir in die Schule gegangen ist und fängt mit mir so zu reden an. Und das war nichts Ungewöhnliches. Wir waren jetzt nicht gut befreundet, wir haben uns halt gekannt und wenn wir uns gesehen haben, haben wir halt geredet. Und die ist halt so neben uns gegangen und hat mit mir geredet. Und dann hat sie irgendwann gesagt, und, warst du am Wochenende auch in der Alm? Also in dieser Abrisschibahn. Also ja. Und sie so, und, wie war's? Ich habe gehört, dass du mit Michael geschmust. Wie war er denn so? Und ich habe mir gedacht, komisch von ihr diese Frage, aber ja, wenn sie es genau wissen will, haben wir nichts, also wirklich nichts dabei gedacht. Und gesagt, ja, du, pff,
geht schon, ehrlicherweise. Ich habe schon bessere gehabt. Und dann sie so, ach so? Naja, also ich war immer ganz zufrieden mit ihm. Und ist weggegangen. Und ich so, das war jetzt aber sehr komisch. Hat sie wohl auch mit dem was gehabt? Und dann haben sie mich aufgeklärt, dass das einfach ihr Ex-Freund ist, mit dem erst seit einer Woche oder so Schluss war. Und die waren wirklich jahrelang zusammen. Das war die große Jugendliebe. Und ich sag sie, ja, geht so. Eigentlich muss der nicht so besonders. Und ich so, wow, unangenehm. Unangenehm. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und die war noch dazu, das war so Liebe, weißt, die war so richtig, das ist so ein richtiger Vorbild gewesen. Die war total lieb, lustig, gescheit, jeder hat sie mögen, sie gut ausgeschaut. Und ich war so, wow, cringy, das tut mir gerade so unangenehm schier. Ja, der kommt da öfter, dieser Moment. Der Aha. kommt auch öfter. Mm. Das ist blöd. Das ist unangenehm. Ja, ja. Sag's mir ruhig, ich weiß, es ist unangenehm. Ja, mein Moment, der auch noch immer wieder kommt, ist der, den habe ich auch schon mal erzählt, als ich in der Disco in Horn mir das Klopapier aus der Hose bis zum Boden geflogen ist. Ja. Du bist einfach mit dem Klopapier Gassi gegangen. An meinem Schwarm vorbei. Alle haben mich angeschaut. Ich habe gedacht, jetzt schaue ich wohl gut aus. Hi, hi. Hi, hi, hi. Bis meine beste Freundin so zum Lachen angefangen hat. Ines, dir steht da das Klopapier aus deiner Hose raus. Oh! Unangenehm. War bitte dann einmal so heiß, wenn dieser cringy Moment wieder hochkommt? Ich hab's irgendwie lustig gefunden in dem Moment. Ich bin auch ein bisschen verrückt irgendwie. Ja, aber es ist schon sehr peinlich. Ja. Naja, ja. Ich war noch so einen absolut krassen Moment aus meiner Zeit als Praktikantin. Ich habe beim Privatradiosender in Salzburg mein erstes Radiopraktikum gemacht. Da war ich, ja, lass raten, 20, 19, 20. Und nein, ich muss 20 gewesen sein. Es war nämlich ein gerades Jahr, weil es war Olympia. Mhm. Winterolympiade. Und in Salzburg gibt es ja dieses Olympiazentrum in Rief und da war eine Pressekonferenz, kurz bevor diese ganzen Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer nach, keine Ahnung, was das damals war, Turin, na, Turin war früher, egal, bevor die halt abgeflogen sind, haben die also eine Pressekonferenz gemacht und die bei mir in der Redaktion, ich war Wochen dabei oder so, haben gesagt, ja, da gehst du jetzt hin, da ist die Adresse, nimmst das Auto, fährst da hin, so und so stellst du das Mikrofon auf und da ich habe keine Ahnung von einer Pressekonferenz gehabt bis dahin. Eine Pressekonferenz läuft so ab, dass man halt, dass die halt zuerst reden und dann kann man Fragen stellen und wir brauchen eigentlich das, was die sagen, brauchen wir eigentlich nicht. Wir wollen dann nur von ihnen eines wissen. Damals war dort, das muss irgendwo Übersee gewesen sein, hat man gewusst, dass dort so eine Bettwanzenplage ist im olympischen Dorf. Mhm. Und ich soll sie fragen, ob sie wohl Angst hätten vor diesen Bettwanzen und was sie dazu sagen, dass dort überall Bettwanzen sind. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, passt, Arbeitsauftrag verstanden, fahren wir. Bin bei dieser Pressekonferenz, habe mich sehr gefreut, was da gerade das Buffet gegeben hat. Ma, ich wusste wenig bis dahin. Journalismus, Geisterjob, gratis Buffet, gratis Kaffee, gib ihm. Ah. Und sitze halt da so drinnen und meine Mitpraktikantin, die Steffi, die war gleich lang bei diesem Radiosender wie ich. Also sie haben uns halt zu zweit hingeschickt, dass wir ein bisschen mutiger sind und dass wir ein bisschen was sehen und dass wir uns los sind. Da sind wir halt so drinnen gesessen und dann sind halt schon so diese Journalistenfragen gewesen. Reihum haben die Journalisten Fragen gestellt. Und die Steffi hat mir dann so, ja, wir müssen das jetzt fragen. Und ich so, ich trau mich nicht. Und so, ich mir auch nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, fuck, irgendwer von uns muss das jetzt machen. Hab dann einfach die Hand gehoben und hab gehört, man stellt sich vor, von welchem Medium man ist und wie man heißt. Hab mich vorgestellt. Guten Tag, Eva Hettiger von Radio bla bla bla. Also ich habe mal eine Frage. Und da ist so Hannes Reichelt und so sind da am Podium gesessen. Okay. Also so wirklich, also so meine Stars einfach. Okay. Und ich so, ja, ich war Frage, wie geht's euch denn mit den Bettwanzen? Habt ihr Angst vor den Bettwanzen? Oh, shit. Und dann war so dieser Moment Stille. Und alle drehen sich um, die vor uns gesessen sind, schauen mich an. Wer ist denn die blöde olle Frau? Richtig, da? In Salzburg, wo eh jeder jeden kennt, noch viel schlimmer wie in Wien. Und dann fangen alle zum Lachen an. Gern, ich sitze da und denke mir, what the fuck, scheiße, wie haben die dich verarscht? Nein, überhaupt nicht. Die haben, also zuerst haben sie gelacht und dann haben sie aber total ernsthaft meine Frage beantwortet. Reihum. Ich habe die besten O-Töne der Welt gehabt, wirklich. Und dann kommen wir halt wieder heim in die Redaktion und dann sagen die, und wie ist es euch gegangen? Und ich so, ja, ich habe das gefragt und so. Und zuerst haben alle viel lachen müssen und so. Und die so, wie? Alle haben lachen müssen. So, naja, ich habe halt die Frage gestellt und alle haben sich umgedreht, haben mich angeschaut und haben gelacht. Aber dann haben sie eh coole Sachen gesagt. Und ich so, du hast es vor allen anderen, hast du diese Frage gestellt. Ja, ja, sicher, ich habe dir gesagt, ich muss diese Frage stellen.
Ja, nein, da fragt man die dann im Vier-Augen-Gespräch. Oh mein Gott, das ist ja voll unangenehm. Du hast es vor allen, die hat vor allen, weißt du, was die gesagt hat? Und dann haben sie wirklich dann die ganze Redaktion zusammengelaufen. Ach, da gab es dann nachher noch ein Vier-Augen-Gespräch, ja, hätte es dann gegeben. Du kannst normalerweise nach Pressekonferenzen dann die immer auch noch im Vier-Augen-Gespräch haben. Und da kannst du dann solche Sachen fragen, aber nicht vor allen, da muss man seriöse Fragen stellen. Ja, unangenehm, wirklich unangenehm. Und der Moment kommt da sehr oft. Ich meine, den find ich lustig, lustiger als diesen Schmusmoment, aber der kommt da wirklich sehr oft. Und ich denke, das war unangenehm. Und ich habe Jahre später einen Freund getroffen, der damals bei dieser Pressekonferenz dabei war. Ciao, bist legendär. Legendär. Ja, legendär. Die Eva, die stellt ganz dumme Fragen. Ja. Okay. Unangenehm. Ja. Boah, ich bin schon wieder heiß. Das war so geil. Diese cringe Stille. Damit kann ich nicht mithalten, tut mir leid. Ja, super. Mach mich du jetzt auch noch fertig. Ach geil, hast du noch einen Cringe-Moment? Nein. Also bei der True Story habe ich einen. Ah ja, dann lass hören. True Story! Okay. Ja, tust du nochmal räuspern, magst du nochmal verbeugen vielleicht. Also ist eine True Story, also sozusagen ist diese Geschichte wirklich so passiert oder nicht? Mhm. Ist es ein Cringe-Moment, der mich wirklich immer wieder einholt oder auch nicht? Es war ein Fußballmatch, ich habe ja mal Fußball gespielt. Ach wirklich? Ja. Sag bloß, du hast auch Volleyball gespielt. Ich habe auch mal Volleyball gespielt und jetzt kommen wir zu der Geschichte, weil ich auch mal Volleyball gespielt habe. Oh, ich habe vor beim Volleyball-Match, ich war vorher Beachvolleyball spielen im Freibad. Ich war öfters im Freibad Beachvolleyball spielen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Hast du dort auch Minigolf gespielt zufällig? Nein, das war nicht im Freibad. Ah, okay, gut. Das ist aufpassen. Jedenfalls war ich öfters Beachvolleyball spielen im Freibad, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Und danach hatte ich Fußballmatch. Also ich bin wirklich direkt vom Freibad zum Fußballmatch gefahren. Und ich war jetzt nicht die beste Fußballspielerin. Ich war wirklich gut in allem anderen. Beachvolleyball, Tennis und so weiter. Aber nicht im Fußball war ich nicht so gut. Aber ich habe gespielt, es hat mir Spaß gemacht. Jedenfalls spiele ich so und spiel halt. Und stehe gerade so im Mittelfeld und will den Ball auf die Seite schießen, weil gerade die Stürmerin kommt und es wird relativ gefährlich. Und auf einmal nehme ich meine Hand und werf den Ball auf die Seite im Spiel. Wie? Man darf ja keinen mit der Hand nehmen. Ähnlich darf man nicht den mit der Hand nehmen. Warum hast du das gemacht? Im Reflex. Das war wahnsinnig unangenehm. Ach so, vom Beachvolleyball spielen noch? Ja, vielleicht. Kann sein, aber es war auch nicht mal, es war kein Abpfiff oder so, wo sie dann die Hand nimmt. Es war wirklich im Spiel. Wir spielen gerade Fußball und ich nehme einfach meine Hand, meine zwei Hände und werfe ihn auf die Seite. Und wie haben dann alle reagiert? Also Schiedsrichter pfiffen wahrscheinlich? Ja, sicher. Aber es war unfassbar unangenehm. Unfassbar unangenehm. Dieser Moment ist wirklich so ein Cringe-Moment, der holt mich immer wieder mal ein, wenn wir vom Fußball reden. Also, Das finde ich jetzt. Das war sehr unangenehm. Das finde ich jetzt total spannend, weil das finde ich, also, weil ich nie Fußball gespielt habe, finde ich das jetzt ehrlicherweise nicht unangenehm. Boah, das und finde es lustig, dass das unangenehm. Mit Klopapier unangenehmer ist, nein, als das mit der Hand. Nein, wenn du Fußball spielen würdest. Hand. Das ist das Unprofessionellste, was es gibt. Das ist nicht unabsichtlich mit der Hand angegriffen. Ich habe ihn genommen und auf die Seite gehauen. Hat es einen Elfmeter gegeben? Was gibt man beim Handspiel? Nein, das war es natürlich nicht. Es wäre Elfmeter, wenn ich im Strafraum gewesen wäre, aber ich war bei der Mittellinie. Aber das ist einfach unprofessionell. Das ist so, wie wenn eine Anfängerin da gerade das erste Mal am Spielfeld ist und nicht weiß, mit der Hand, ich habe den Ball gefangen. Ja, oh, das ist wirklich höchst, das war so unprofessionell und dann steht alle rum und denkt sich, was macht sie da? Und dachte, wow, wirklich, das war so peinlich und alle anderen, und das schauen sich dann einfach alle anderen, schauen dich dann, ach nein, war wirklich, nein, es ist einfach peinlich, unangenehm und alle anderen schauen dich dann auch einfach ganz anders an. Du wirst einfach anders angeschaut. Du bist nie wieder aufgestellt worden. Nein, du hast Hotdogs verkaufen müssen am Spielfeldrand. Doch, aber du wirst einfach Bier, dann. Bier, kalte Getränke, Eis, Hotdogs, ich Chips, bin dann einfach Eis. Nicht mehr so ernst genommen worden. Ah ja, ich glaube, diese Geschichte ist wahr. Sagst du wahr? Ja. Ja, diese Geschichte. Und das ist echt so unangenehm für dich? Oder das ist
ich glaube, jeder, der Fußball spielt und das hört, weiß. Kann relaten. Ja. Aber vielleicht war es einfach nur die Hand Gottes. Hast du da schon mal dran gedacht? Ja, der Unterschied ist bei der Hand Gottes, es war nicht absichtlich. Wer weiß. Das weiß man, dass der Maradona da jetzt nicht absichtlich. Der hat halt einfach das in die Höhe gekupft und die Hand ist unabsichtlich gestriffen beim Ballen und hat dann durchgeschossen. Aber ich habe die Hand hingehalten, absichtlich, habe ihn genommen und auf die Seite gehalten. Voll das Blackout. Ja, war es sehr sonnig an diesem Tag? Ja. Nein, das erklärt alles. Es war einfach wirklich peinlich, wie die mich angeschaut. Nein, es war unangenehm. Da beutelt es mich immer wieder, wenn ich an das denke, bis der beutelt es mich her. Ah, da ist also deine Linie zwischen, das ist mir peinlich und das ist mir nicht peinlich. Na, das ist spannend. Okay. Das ist wirklich unprofessionell, höchst unprofessionell. Mm. Okay, also 1-0 für mich. Meine Geschichte ist, die ist jetzt nicht so spektakulär, sie ist auch unprofessionell, aber im Sinne von, wenn man davon ausgeht, dass sie eine passionierte und mehr als amateurhafte, nämlich schon fast in die Profi-Richtung gehende Partymacherin bin, ist es auch sehr unangenehm. Also ist es tatsächlich so passiert, es war letzten Freitag. Ich hatte eine Frühdienstwoche und habe am Freitag dann am Nachmittag eben ein Treffen gehabt mit Freunden und bin dann von dort aus Woulé zu einer Geburtstagsfeier in ein Gasthaus gegangen, in einem Gastgartenzimmer gesessen und dann bin ich, ja, wurscht, auf jeden Fall. Ich bin in diesem Gastgarten im Sitzen eingeschlafen. Weil das bist jetzt schon oft. Das war das erste Mal. Okay. Dann habe ich gesagt, das erste Mal, du bist schon oft eingeschlafen? Nein, das war an diesem Abend das erste Mal. Ach so. Dann hat mir mein bester Freund gerempelt und hat gesagt, Eva! Also, okay, ja, fuck, ich muss zahlen, ich muss heim, ich bin müde. Passt, habe ich gezahlt, bin ich nach Hause gegangen, bin in der U-Bahn gefahren, bin in der U-Bahn eingeschlafen. Dann bin ich umgestiegen in die Straßenbahn und habe mir gedacht, so, jetzt passiert es mir aber nicht mehr. Jetzt passiert es mir nicht mehr, jetzt konzentriere ich mich. Ich schlafe jetzt sicher nicht ein. Bin ich in der Straßenbahn eingeschlafen und einfach fast bis zur Endstation gefahren vom 44er. Ich habe dann über eine halbe Stunde, es hat mittlerweile geregnet, zu Fuß nach Hause gehen müssen. Also Gott sei Dank ist mir nichts geklaut worden, aber ich bin dreimal innerhalb von einer Stunde in der Öffentlichkeit eingeschlafen. Ist es tatsächlich so passiert? Man möchte meinen, nach dem ersten Mal bin ich ausgeschlafen. Na, gleich wieder eingeschlafen. Ich würde sagen, normalerweise, ja fix, bist du dreimal eingeschlafen. Aber mein Gefühl, lustigerweise sage ich, die Geschichte ist wahr, weil du schlafst einfach extrem oft ein auf deinem Frühdienst. Überall, nämlich wirklich überall, extrem oft und immer. Das stimmt, ich bin leicht narkoleptisch. Schläfst einfach wahnsinnig oft und überall ein. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, nein, diese Geschichte ist falsch. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass mein innerstes Gefühl schreibt, nein, falsch! Deswegen sage ich jetzt einfach falsch. Es ist komplett wahr. Ich bin am Freitag permanent eingeschlafen und tatsächlich sogar viel zu weit gefahren mit der Straßenbahn. Das war dann die Krönung. Das war dann das Tüpfelchen auf dem i, wo ich mir gedacht habe, Hettecker, du bist einfach so dumm. Und ich weiß nicht, ich habe mich so konzentriert darauf, nicht einzuschlafen. Und ich war so überzeugt davon, dass ich nicht einschlafe. Bis zur Skodagasse habe ich es geschafft und danach... Ja, sage ich, hätte wahr sein können, aber mein Gefühl ist scheiße. Es war auch sehr cringy, weil wie ich munter worden bin, ist mir einer gegenüber gesessen, der vorher noch nicht da gesessen ist. Das war auf so einem Dreier in der Straßenbahn, also auf einem Dreiersitz. Mhm. Und der hat mir dann so angeschaut und gesagt, guten Morgen. Oh Gott. So, ist noch alles da. Ja, Tasche ist da, Geld, Handy, Rucksack, alles da. Okay. Wow, das ist wirklich cringy. Der hat zu seiner Gruppe junger Party-People gehört, weil es war die letzte Straßenbahn. Ja, weil okay, der war nicht alleine. Der war nicht alleine, ist mir aber alleine gegenüber gesessen und die dürften mich schon ganze Zeit beobachtet haben, wann ich wohl munter werde. Hattest du einen Penis im Gesicht? Nein. Hast du dich seitdem in den Spiegel geschaut, weil ich sehe da gerade noch so einen Abdruck? Das habe ich gerade überlegt. Habe ich seitdem in den Spiegel geschaut? Ja, glaube schon. Okay, du hast gewonnen, Eva. Mit Pauken und Trompeten. Na, Prost, Pauken, mit Pauken und Trompeten. Ja, Prost. Ist das glaubwürdig? Nein. Ist das schön? Ja, ich hole mir danach einen Drink. Ein Drink. Jetzt, wo die Nachgastro wieder offen hat, können es auch zwei sein. Sehen wir ihn schon Donnerstag. Also immerhin schon Donnerstag. Ja. Ja. Und nächste Woche ist wieder Donnerstag. Yeah. Ist es herrlich? Wunderbar. Schöne Woche. Und wenige Cringe-Momente. Und wenn Cringe-Momente dabei sind, dann auf jeden Fall uns schreiben. Unangenehm. Tschüss.